Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty 2. Ja, wir wurden hier schon schwer überrannt. Etliche Tote in der letzten Folge gestorben. Und jetzt müssen wir uns zurückpacken und zurückziehen. Und versuchen so viel wie möglich hier aufzuhalten. Länger haben wir noch eine Minute. Oh, gut, das sollte noch was sein. Dies ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wir können uns nicht weiter zurückziehen. Passt doch ganz gut. Deutsche Granate! Los, weg! Schnell! Ich muss nachladen! Mann am Boden! Wo zum Teufel sind unsere Flieger? Ah! Ja, das würde auf jeden Fall helfen. Okay. Ich will grünen Rauch auf dem Dach des Bunkers sehen. Sonst schalten die uns aus, weil sie nicht wissen, dass wir hier sind. Jo, alles klar. Rauch kommt. Nein, wir sind gerade gekommen. So, hallo und Dankeschön. Das war wieder eine letzte Sekunde. Gut, dass du einen Helm getragen hast, ne? So, und hallo. So, schön, dass ihr da seid, Jungs. Das hat ja wunderbar geklappt. Shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When one ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, a ranger would grab another and begin his climb again. They climbed, shot back, and held their footing. Soon, one by one, the rangers pulled themselves over the top, and in seizing the firm land at the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe. 225 came here. After 2 days of fighting, only 90 could still bear arms. These are the boys of Puente Hope. Ja, war heftig, war heftig. Seit dem D-Day ist alles hier zu einer Art Routine von Kampfpatrouillen geworden. Wir haben aufgrund der deutschen Scharfschützen, die sich an höher gelegenen Orten wie Kirchtürmen und Getreidesilos verstecken, viele Männer verloren. Daher haben wir auch neue, wenn auch inoffizielle Anweisungen, einfach jedes höhere Gebäude sofort zu sprengen. Das Bataillon möchte, dass ein Trupp ein Dorf nördlich von hier unter die Lupe nimmt, und genau dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg. Sieht aus, als wären da vorne noch ein paar Nebelwerfer, aber bislang kein Sichtkontakt. Ich habe einen 88er jenseits der Ecke gesehen. Rechnet mit mindestens zwei Mann und ein paar MG-42ern. Was ist der Plan, Sarge? Ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer. Garcia, Hawkins, ab nach links mit Rossetti und Jones. Der Rest folgt mir zu der rechten Flanke. Ich will Granaten, sobald wir in Reichweite sind. Brevin, McCloskey und Taylor, bleiben Sie zurück und sorgen Sie für Deckung. Haltet uns die Deutschen vom Hals. Okay, vorrücken und auf mein Zeichen warten. Okay, auf. Dann rennen wir da mal gemütlich hinterher.
Noch ist es ja zum Glück einigermaßen ruhig, aber ich glaube, das wird sich schnell ändern. Okay, das läuft alles nicht so gut. Du setzt dich halt immer wieder zurück, du Sau, ne? Das ist ausgeschaltet. Ist sonst noch was? Okay, jetzt zieht aber auch mal nach vorne. Wir haben ja selber ein MG, das ist gut. Ein Stand-MG. Ja, echt? Okay, das sind unsere. Das ist auf jeden Fall nicht. Alles klar, dann los. Okay, den haben wir mal kurz angeschossen. Okay. Die haben sie wohl ein bisschen lange ankochen lassen, die Granate hier. So, sprengen wir das mal und dann gehen wir mal hier rein. So, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Oben waren, glaube ich, auch noch welche, ne? Ja. So, alles klar, wir haben euch. Ich glaube, es wird einfach nicht weniger da unten. Moment, wird mal gespeichert, das ist schön. Okay, hallo Kollege. Wir haben es wohl immer noch nicht ganz hier eingeräumt, eingenommen. Jetzt, okay. Alles klar. Ja, ich glaube, dann lass uns mal vorrennen. Feindliche Infanterie! Erste Chance! Angriff! Wegen dieser flachen Mauer da drüben! Feuer auf die Truppen!
Truppen konzentrieren. Eure Rauchgranaten. Wir brauchen eine Rauchbahn. Ich sehe es, ich glaube, das holen wir als nächstes Mal. Damit hätten wir den. Ich glaube, wir haben noch eine Flasche getroffen. So, dann schalten wir euch mal nach und nach aus. Und ich stürme mal das Haus. Die Gebäude sind alles andere als sicher. Fuck. Okay, dann sollte ich die Pistole auch mal auswechseln. Ja, wir haben echt nicht mehr so viel. Gut. Dann weiter geht's. Ja, ich glaube, die werde ich gleich mal austauschen. So, die letzten paar Schuss. Und danke dafür. Amerikaner! Erdgeschoss! Dann geht jemand ins Erdgeschoss, ich gehe hier oben rum. Los, rein da! Und überprüft, ob sie tot sind! Mach ich? Da ein bisschen wenig Muni. So, jetzt stimmt's wieder. Okay. Ah. Sehr schön. Okay, das haben wir. Nächste Gebäude, wie es aussieht. Na gut, jetzt sind die wenigstens mal weg. Gut, du hast etwas mehr Deckung als mir lieb ist. Aber kriegen wir hin. Los, weg! Nicht bei den Fässern. Ja, und da kommt immer wieder welche nach. Aber dann stürmen wir mal. Natürlich. So, Vorsicht, Granate. Ihr blockiert mich gerade wieder. Du stehst wunderbar. Überprüft auf die anderen Räume. Sie müssen alle leer sein. Haben wir, glaube ich, ja. Adler, oben gesichert. Mann am Boden. Aber eigentlich ist es.
Okay, dann geben wir euch noch ein bisschen Deckung. Und holen uns mal das Gebäude nebendran. Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Rechts! Deutsche Granate! Weg hier! Englische Handgranate! Weg da! Kurs weiter! Und überprüft, dass der Ort sicher ist! Das ist unsere. Alles klar, dann schnappt wir euch da oben mal. Alles klar, die haben wir. Sehr schön. Jo, jo, jo. Es wird. So, einmal Platz machen bitte. Dankeschön. Okay. Alles klar, dann mal rein hier. Bei mir bleiben. Amerikanische Infanterie. Das scheint unsere zu sein. Hey, gib ihm mal Deckung! Sie wollen abladen! Es sind Amerikaner! Auf der Deutsche, anderen Seite bei den Fässern da drüben! Ja, was denn sonst? Okay, hier war auch nichts mehr. Zum nächsten. Auf der rechten Seite. Na, guck mal, das wird doch. Auch hier. Rennt halt komplett bei den Deutschen um. Klar, ist ein bisschen brauner. Okay. Haben wir noch? Ja, wir hätten ein bisschen noch. Aber warum? Wir können ja auch einfach hier rumgehen. Grenier! Taylor! Benutzen Sie die Rauchgranate! Oben im ersten Stock! Feuer auf die Truppen zu reagieren! Südlich von uns! Rennen, Amerikaner! Feindliche Granate! Ist okay, wir haben auch einen von uns reingeschmissen. Okay. Na gut, das ist halt jetzt eine Farm. Aber ich glaube, die kriegen wir auch. Ach, gerade haben wir dich nicht gerade erledigt. Sehr schön. Wir haben's. Gut, ich denke, das war der letzte. Alle zu mir zurück. Gerne. Corporal Taylor, mit Brabham und McCloskey rauf auf den Silo. Halten Sie nach Gegenangriffen Ausschau. Alle anderen bezieht sofort Posten im Randbereich und bleibt wachsam. Okay. Da hoch. Okay, dann können wir, glaube ich, eine Runde snipern, wie es aussieht. Hoffentlich fallen wir da nicht runter. Okay. Wunderschönen guten Abend. So, wie sieht's aus? Wo haben wir Gegenangriff? Da kommen sie! Deutscher Gegenangriff! Ich hab ihn erwischt! Reben! Schaffen Sie es zu Colonel Blake und besorgen Sie uns Verstärkungen! Ich war schon tot! Stellen Sie den 80 Meter mal auf! Baker 6, hier ist Dog 5, Ziel eingenommen bei Sammelpunkt Echo! Feindliche Infanterie greift verstärkt an. Brauchen weitere Verstärkungstruppen. Ende! Doc 5 hier, Baker 6. Es sind ein paar Shermans zu Ihnen unterwegs. Solltet ihr 5 Minuten eintreffen. Over. Östlich von uns. Mit Respekt, Sir. Ich glaube nicht, dass ihr lange durchhaltet. Ende! So, ihr baut hier keine Mörser. Verteidigen Sie die Stadt, bis sie abgelöst werden.
Alles klar. Okay, auch hier haben wir wieder Verstärkung. Aber nicht mehr ganz so lange. Gut, das geht jetzt hier ganz gerade gut von hier. Schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.